This is Massive Fly. Chanel Green. And so you guys know, we have a CD. It's 8 songs. Only 7 euros. I mean, it's 8 songs. Only 7 euros. That means you give one free. Gleich beginnt hier Auftaktkundgebung zum Ostermarsch. Jetzt begrüßt mit mir Nümmes, die uns ein bisschen einheizen wollen vor unserer Auftaktkundgebung. Ja, wir freuen uns sehr. Seid ihr alle da? Ja. Macht uns mal bemerkbar. Hallo? Ja, ich höre euch nicht. Jawohl. Ihr Herren der Kriege. Ihr Herren der Kriege. Ihr Damen von Welt. Gewichtig am Schreibtisch, voll Macht und voll Geld, geehrt für Verdienste an unserem Land. Ihr schlüpft neuerdings ins rot-grüne Gewand. Ihr schlüpft neuerdings ins rot-grüne Gewand. Minister im Anzug, Merkel grinst dreist, produziert Humanismus, der Menschen zerreißt, besetzt andere Länder, das Volk bleibt in Not, durch euch wird die Erde und die Menschheit bedroht. Durch euch wird die Erde und die Menschheit bedroht. Ihr Großen im Business, dynamisch und fit, ihr nehmt jeden Dollar und jeden Rubel, auch den schmutzigsten mit. Ihr liefert Granaten, euch nutzt jeder Schuss. Ihr seid das Geschwür, das entfernt werden muss. Ihr seid das Geschwür, das entfernt werden muss. Ihr wollt unsere Köpfe, ihr wollt unser Herz, ihr wollt unsere Hände für euren Kommerz. Habt menschliche Floskeln und Knüppel bereit, wenn zornig das Volk nach Gerechtigkeit schreit. Wenn zornig das Volk nach Gerechtigkeit schreit. We'll be right back.
Wir werden erkämpfen, das Ende eurer Macht. Die Sonne des Morgens nach finsterer Nacht. Mit unseren Händen graben wir euer Grab. Dankeschön. Herzlich willkommen hier auf dem Dorothea-Schlegel-Platz. Seit 1958 demonstrieren in Deutschland Menschen an Ostern für den Frieden in der Welt. Seit 1968 dann auch im damaligen West-Berlin. Die Tradition hat Stürme überlebt. Es ist eine gute Tradition. Auch in diesem Jahr sind wir wieder auf der Straße und fordern mit Bertha von Suttner die Waffen nieder. Das ist eine ziemlich alte Forderung, 110 Jahre ist sie alt. Eine einfache Forderung auch, geradezu simpel. Und doch ist sie die einzige Forderung, denke ich, die es wirklich schafft, den Frieden in die Welt zu bringen. Bertha von Suttner schrieb damals, 1905 bekam sie den Friedensnobelpreis, vorher schrieb sie das Buch »Die Waffen nieder«. Keinem vernünftigen Menschen wird es einfallen, Tintenflecken mit Tinte, Ölflecken mit Öl wegwaschen zu wollen. Nur Blut soll immer wieder mit Blut abgewaschen werden. Ein Gedanke, der besticht. Es müssen andere Lösungsmöglichkeiten, Lösungsstrategien her in dieser Welt, um Konflikte zu lösen statt Waffengewalt. Das und nichts anderes fordert die Friedensbewegung seit ihrer Existenz ein. Unser Auftaktort hier ist nicht zufällig gewählt. Hier nämlich, rechts von euch, etwas hinter dem Wagen, befindet sich der erste Showroom der Bundeswehr. Installiert an prominenter Stelle, um jungen Leuten das Soldatenleben schmackhaft zu machen. Seit dem 19. November 2014 ist dieser Showroom in Betrieb. Ja, aber so richtig schmackhaft lässt sich das nicht machen für die jungen Leute, das wissen viele. Also in diesen zwei Monaten haben laut Berliner Zeitung 1681 Leute den Raum betreten. Das sind etwa 40 am Tag und davon wiederum haben sich 20 auf ein Gespräch über einen Job bei der Bundeswehr eingelassen. Die Bundeswehr findet das wenig, ich finde das immer noch erschreckend viel. Aber was auf jeden Fall ganz viel ist, ist das, was an Steuergeldern in diesem Showroom steht. Allein an Miete im Monat 14.705 Euro. Und dann hat das Ganze bis heute 250.000 Euro Steuergelder gekostet. Das sind 3.000 Euro pro Tag. Ja. Wir freuen uns, dass ihr gekommen seid an diesen so illustren Ort. Wir werden uns gleich gemeinsam auf den Weg machen zu einem ebenso illustren Ort, zum alten, neuen Schlossplatz, der vor nicht allzu langer Zeit noch Marx-Engels-Platz hieß. Welch vorwärtsschauender Rollback in der Namensgebung. Ein Schelm, der Bödes dabei denkt. Auch dieser Platz ist nicht zufällig gewählt, denn hier beginnt die Prachtstraße, auf der Militärparaden und Nazi-Aufmärsche stattfanden und wir unser nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg tragen wollen. Und jetzt kommt ein Gruß aus Italien. Aus Italien, und wir denken bei diesem Lied insbesondere daran, wie in Kobane in Nordsyrien kurdische Befreiungskämpfer, die IS-Faschisten, besiegt haben. Ich hoffe, ihr singt mit. Macht bitte mit uns einen schönen großen Chor. Eines Morgens in aller Frühe, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Eines Morgens
in aller Frühe trafen wir auf unseren Feind. Eines Morgens in aller Frühe trafen wir auf unseren Feind. Die Sonne kommt richtig mit euch. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Oh, die Sonne kommt richtig mit euch. Denn die Flüge der Tod ist da. Oh, die Sonne kommt richtig mit euch. Denn die Flüge der Tod ist da. Und ich habe die Genossen. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Wenn ich höre, oh, ihr Genossen, bringt mich an zur letzten Ruhe. Wenn ich höre, oh, ihr Genossen, bringt mich dann zur letzten Ruhe. In den Schatten der kleinen Blumen. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Eine kleine, ganz zarte Blume in die Berge bringt mich dann. Eine kleine, ganz zarte Blume in die Berge bringt mich dann. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Und die Leute, die gehen vorüber, sehen die kleine Blume stehen. Und die Leute, die gehen vorüber, sehen die kleine Blume stehen. Hey, 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 diese Blumen, so sagen alle. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, 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 ist die Blume der Partisanen, der für unsere Freiheit starb. Ist die Blume des Partisanen, der für unsere Freiheit starb. Dankeschön! Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kriegsgegnerinnen und Kriegsgegner, seit Jahrzehnten demonstriert die Antikriegs- und Friedensbewegung traditionell zu Ostern bundesweit. Dabei ist es uns relativ egal, wie nah der Krieg hier bei uns vor der Tür ist und ob er, wie wir es im Moment erleben, sehr direkt vor der Tür ist und ob wir direkt persönlich davon betroffen sind. Das ist uns in den vergangenen Jahren und auch heute nicht wirklich das Wichtige, denn wir wissen, Krieg ist immer und überall ein Verbrechen an der Menschheit. Und deswegen sind wir hier und deswegen demonstrieren wir auch zu diesem Ostern bundesweit auf der Straße. Wir wissen, Krieg, egal wie er begründet wird, ist immer nur ein schlechtes, nein, es ist ein unsägliches Mittel, um Konflikte zu lösen. Es leiden immer Menschen darunter. Es bleibt letztlich eine Ausrede für Krieg, denn Krieg bedeutet Gewalt, Mord, Zerstörung zu rechtfertigen. Krieg ist eine Ausrede und nicht mehr und niemals eine Lösung. Wenn wir hier in Berlin an dieser Stelle den Ostermarsch beginnen, das wurde gerade gesagt, dann ist das mit dem Blick auf die Welt eben auch ein richtiger Ort. Weltweit toben mit all den uns bekannten Folgen Kriege, vor allem Folgen für die Menschen in den Kriegsregionen, aber auch und mittlerweile Hunderte von Millionen Menschen auf der Welt,
die vor Kriegen und deren Auswirkungen aus ihren angestammten Regionen fliehen müssen. Diese Flüchtlinge müssen fliehen. Diese Flüchtlinge brauchen unsere Unterstützung. Hier und natürlich auch in ihren Regionen. Aber mit jeder erdenklichen Unterstützung müssen sie von uns hier auch rechnen können. Es kann doch nicht sein, dass wir hier bei uns in und auf unserem Wohlstand ausruhen und die Grenzen um EU, Europa und die Bundesrepublik dicht machen. Während man hier Millionen Euro dafür ausgibt, dass es neue Waffensysteme gibt, dass neue, bessere Waffensysteme angeschafft werden, damit Soldaten weltweit in den Krieg ziehen müssen und können, fehlt in den Kommunen hier in der Bundesrepublik selbst das Geld, um die wenigen Flüchtlinge menschenwürdig zu versorgen und ihnen hier menschenwürdige Lebensbedingungen zu schaffen. Flüchtlinge brauchen offene Grenzen und alle, die es hierher schaffen, seien uns herzlich willkommen und brauchen hier unsere Unterstützung. Sie brauchen unsere Hilfe, sie brauchen offene Grenzen und das fordere ich hier von der Bundesregierung und eben auch von allen Menschen in dieser Bundesrepublik. Es kann nicht sein, dass Flüchtlinge für irgendetwas als Begründung herangezogen werden. Sie brauchen unsere Unterstützung, denn sie mussten erst einmal bis hierher kommen und sind davor geflohen, weil wir als Bundesrepublik Deutschland damit auch Geld verdienen, weil in ihren Orten Krieg geführt wird. Hier von diesem unscheinbaren Ort in der Mitte der Metropole Berlin geht Krieg aus. Von hier. Damit meine ich nicht die Lobby-, Regierungs- und Parlamentsgebäude hier in der Umgebung. Nein, ich meine diesen Showroom, der gerade schon angesprochen worden ist. Dieser Karrieretreff der Bundeswehr, in dem der Erstkontakt, so der Ton der Bundeswehr, mit Menschen stattfindet, die eventuell zur Bundeswehr wollen und dort das mörderische Handwerk erlernen wollen, ist einer der sichtbaren Orte der Konzeption der Bundesregierung, wie sie es in ihrer Koalitionsvereinbarung schon festgehalten haben, für eine Attraktivitätsoffensive der Bundeswehr. Mit Strategie und viel Geld, da ist es auf einmal da, soll das Bild von der Bundeswehr im Allgemeinen und von Soldaten und Soldatinnen im Speziellen in der Öffentlichkeit attraktiver werden. Man könnte es auch als Werbekampagne für eine Mordstruppe mit einem tödlichen Handwerk bezeichnen. Als ob so etwas attraktiv für Menschen wäre, die mit ihren Nachbarn gemeinsam leben wollen, die mit anderen Menschen in Frieden leben wollen. Es muss doch immer wieder deutlich und klar gesagt werden, Soldat sein ist kein normaler Beruf. Soldatinnen und Soldatinnen sind Mörder bzw. Mörderinnen. Die hauptsächliche Bestimmung, wozu Soldaten und Soldatinnen da sind, ist und wofür sie ausgebildet werden, ist, dass sie töten. Das ist das, was Soldatinnen und Soldaten lernen. Und das ist niemals und nicht attraktiv. Und wenn uns denn mit so einem Showroom auch gezeigt werden soll, wie offen die Bundeswehr ist, dass sie in der Gesellschaft anerkannt ist, dann sagen wir ganz deutlich, euer Lack und euer Glitzer können nicht darüber hinwegtäuschen, dass ihr einer unnormalen Tätigkeit nachgeht. Wir wollen die Bundeswehr abschaffen und wir wollen Strategien entwickeln und anwenden, die die Ausbeutung, die die soziale Ungerechtigkeit, die Armut beenden und Konflikte gewaltfrei bearbeitet. Welturaufführung, Ami, go home heißt das, glaube ich, ne? Jawohl, genau. Also Volker, ich bitte um Aufmerksamkeit für die Gemeinde und Applaus für Volker! Hast du denn noch einen? Soll ich welche nehmen?
was sind wir auf dieser Welt, wenn allein regiert das Geld und die ganze Erde wird zu totem Sand. Aber das wird nicht geschehen, denn wir wollen nicht untergehen und so rufen wir durch unser Euroland. Go home, Ami, Ami, go home. Spalte für den Frieden dein Atom. Sag goodbye im Rüstungswahn, kümmere dich um deinen Kram. Euroland, wenn du es bringst, sag NATO nein. Der Drohnenbahn aus USA ist nur für Gewinne da. Soll der Frieden denn verrecken nur fürs Geld? Uns bleibt die Hoffnung kühl und wir rufen ungestüm unser Losungswort für eine andere Welt. Go home, Ami, Ami, go home. Spalte für den Frieden dein Atom. Sei vorbei, wir müssen uns warnen, kümmere dich um deinen Kreis. Euroland, wenn du es willst, Atom nein. Für die Melodie, Schluss der Rüstungskompanie, die dort oben sitzt und ahnt nicht die Gefahr. Bricht Geld, Einheit, eins in zwei, bricht sonst das Genick dabei. Guter Rat ist euer Dann und Rat. Oh, home, Ami, Ami, go home. Spalte für den Frieden dein Atom. Sei frei, du wirst uns warm, kümmere dich um deinen Kram. Euroland, wenn du es bringst, sag NATO nein. Ami, hör auf guten Rat, bleib auf deinem längen Grat, denn Profit als Gott ist unser Weltgefahr. Barazin fordert Kampf, aber nicht mit Knulls Mann. Euroland, wenn du es bringst, sag bitte nein. Go home, Ami, Ami, go home. Spalte für den Frieden dein Atom. Sag goodbye, die Rüstungsbahn, kümmere dich um deinen Kram. Euroland, wenn du es bringst, sag NATO nein. Go home, Ami, Ami, go home. Spalte für den Frieden dein Atom. Sag goodbye, den Rüstungswahn, kümmere dich um deinen Kram. Euroland, wenn du es bringst, sag NATO nein. Doch die Bundeswehr, das Kriegsministerium, die regierungstragenden Parteien, die Bundesregierung, die Lobbystrukturen und die dort handelnden Personen richten sich ja hier nicht nur den Glitzerruhm und die mit den Monitoren und Werbebroschüren ein. Nein, mit der Attraktivitätsoffensive verbinden die Genannten auch, dass sich in der Öffentlichkeit das Bild und die Einstellung zu den von der Bundesrepublik, der EU und der NATO geführten Kriege ändert. Denn seit Beginn der offenen Kriegsbeteiligung der Bundeswehr 1999, die Aggression gegen die Bundesrepublik Jugoslawien, gab es zwar Parlamentsmehrheiten, aber nie haben die Menschen, hat die Mehrheit in der Bevölkerung der Bundesrepublik für diese Kriege votiert. Immer gab es stabile Mehrheiten gegen die Kriege in der Bevölkerung. Das Grundgesetz wurde uminterpretiert und das Bundesverfassungsgericht erklärte mittlerweile Kriegsbeteiligung auch für möglich. Doch in der Bevölkerung blieb die Ablehnung des Krieges weiter bestehen. Die Stimmung konnte bisher nicht geändert werden. Die Menschen in der Bundesrepublik lehnen Krieg als Mittel der Politik ab und ich finde, das ist auch gut so. Selbst als Soldatinnen und Soldaten sich in Katastrophenfällen wie Hochwasser oder Vogelgrippe unermüdlich einsetzten, konnte dieser Meinungsumschwung noch nicht erreicht werden. Die Menschen erkannten und fragten sich, warum haben wir ein ziviles technisches Hilfswerk und einen Katastrophenschutz, wenn die in solchen Fällen nicht helfen können? Warum werden unsere Feuerwehren so knapp bei Kasse gehalten, dass sie ihren Auftrag selbst in Nicht-Katastrophenfällen nicht erfüllen können? Und warum hat das Militär alles? Warum gibt es in dieser Bundesrepublik Deutschland nur Hilfe in Olivgrün?
die sind doch eigentlich gar nicht dafür da. Und ich sage dazu, die Menschen sind nicht so blöde, dass sie solche Strategien nicht durchschauen können. Sie erkennen ganz deutlich, dass auf Kosten der zivilen Infrastruktur in der Bundesrepublik die Gemeinden und die Städte kurz gehalten und das Militär alles bekommt, das was es verlangt und teilweise noch mehr darüber hinaus. Während in vielen Orten Kindergartenplätze Mangelware sind, werden extra Kitas für die Kinder von Militärangehörigen in kürzester Zeit neu errichtet. Während der Schülerinnenverkehr auf dem Lande oft nicht funktioniert und Kinder viele Warte- und Fahrzeiten aufbringen müssen, kann die Bundeswehr mit der Gegenleistung Werbung auf den Schülerinnenfahrkarten für die Kinder von 7 bis 16 Jahren den kommunalen Schülerverkehr bezuschussen. Warum fehlen also die Gelder in den Kommunen für Flüchtlingsunterkünfte, für die Feuerwehren, für die Kitas, für den Schülerverkehr, für Klassenfahrten und, und. Während das Militär immer dann parat ist und einspringen kann. Das kann nur im Rahmen der Attraktivitätsoffensive so laufen. Und da sage ich wiederum ganz deutlich, wir brauchen keine Mittelverschwendung für eine Attraktivitätsoffensive für die Bundeswehr und ihr mörderisches Handwerk. Wir brauchen eine ausreichend ausgestattete Zivilgesellschaft. Ich lehne Krieg und Gewalt als Mittel der Konfliktlösung ab. Eine Fahne. Hier und an dieser Stelle ist der Ausgangspunkt für viele Kriege auf der Welt. Was? Denn Krieg beginnt eben nicht erst dadurch, dass geschossen wird. Oder dadurch, dass durch die Medien ein Krieg vorbereitet wird. In den letzten Wochen und Monaten vorher. Krieg beginnt bereits dort, wo das Militär als etwas Normales angesehen wird oder gar als etwas Attraktives dargestellt werden soll. Dieser Showroom ist ein Beispiel dafür, wie weit es in unserer Gesellschaft schon gekommen ist, wie weit die Militarisierung schon vorangeschritten wird. Das heißt nicht, dass die Militarisierung einhergeht mit Panzern auf der Straße, aber eben doch dadurch, dass es etwas Normales sein soll, Militär in der Öffentlichkeit zu sehen. Und wie normal ist es denn, wenn hier hinter mir zwischen einer Apotheke und einem Restaurant der Showroom der Bundeswehr ist. Militarisierung bedeutet, dass die Durchdringung des zivilen Lebens durch militärische Mittel oder Personen aus dem Militär so weit stattfindet, dass die Verwendung dieser Mittel und die Anwesenheit von Militär nicht mehr in Frage gestellt wird. Und da sind wir an vielen Stellen in unserer Gesellschaft leider schon. Wenn wir eine Gesellschaft haben, die Militär und Krieg als normal und gerechtfertigt ansieht, dann ist die Gefahr, dass Kriege auch und sehr viel schneller passieren und stattfinden, natürlich viel größer. Verhindern wir also gemeinsam diese Art der Normalität. Liebe Freunde und Freunde, liebe Kriegsgegnerinnen und Kriegsgegner, setzen wir unseren Protest gemeinsam fort gegen die Kriege auf der ganzen Welt, für den Austritt aus und die Abschaffung der NATO, geben wir gegen den Waffenhandel und gegen die Drohneneinsetzung beziehungsweise die Anschaffung der Drohnen auch für die Bundeswehr. Verbinden wir diesen Kampf gegen Militarisierung im Innern der Gesellschaft. Schauen wir nicht nur nach draußen, sondern schauen wir bei uns auch hier vor der Tür, wie hier Krieg und schmackhaft gemacht werden soll. Achten wir dabei immer darauf, wer dies noch mit uns tut. Entscheiden muss auch mit sein, dass der Konsens der Antikriegs- und Friedensbewegung Bestand hat. Niemals nie mit Rassisten und Nazis gemeinsam, denn deren Frieden ist nicht unser Frieden, selbst wenn sie es behaupten und selbst wenn sie die gleichen Forderungen aufstellen wie wir und immer solidarisch mit den Menschen, die unsere Hilfe benötigen. Ich danke euch. We'll be right back.
Du bist also die Berliner Friedensschrittfasshäule. Ja, seit über 50 Jahren bin ich dabei. Ich bin schon 70. Ist das Leben? Ich sehe hübscher aus als die Maske. Überall ist Krieg. Sie haben für die ganzen sozialen Sachen kein Geld. Beziehungsweise nehmen das Geld nur für Kriegsmaterial und gehen in andere Länder und töten da täglich Tausende von Menschen. Jetzt bei einem Flugzeugabstoß, was ich nicht gut fand, da drücken sie alle auf die Tränendrüse. Aber dass sie täglich Tausende von Menschen in anderen Ländern, teilweise ja auch in unseren Ländern, ermorden, das geht nicht anders. Wir müssen auf die Straße gehen. Ich möchte nur, dass wir noch mehr Menschen werden. Dass wir immer mehr, dass wir Bewusstsein erlangen und deswegen mache ich dieses. Du hast so viel zu sagen, dass du das publik machen möchtest durch Ankleben in Form einer Litfaßsäule. Ja, weil die meisten Fotografen nur mein Gesicht fotografieren, wenn ich ohne Maske gehe. Und das will ich nicht. Ich will die Aussagen. Mir geht es um eine Sache. Ich bin kein Politiker, der Profilneurosen hat. Nein, brauche ich nicht. Ich will darauf aufmerksam machen, immer wieder darauf aufmerksam machen, was in der Welt passiert. Okay, vielen Dank. Bitte gerne. Das ist jetzt die eure Werde und die unsere Lehrerin. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hungern und beim Essen vorwärts nie vergessen, die Solidarität. Schwarzer, weißer, brauner, gelber, endet ihre schlechte Reihen. Reden erst die Völker selber, werden sie schnell einig sein. Ja. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hungern und beim Essen vorwärts nie vergessen, die Solidarität. Schwarzer, weißer, brauner, gelber. Vor 47 Jahren fand der erste Ostermarsch hier in Berlin statt, also damals noch West-Berlin. Das hat 10 Jahre gedauert, bis das endlich auch in der Westberliner Stadt angekommen ist, was schon 10 Jahre vorher in der Bundesrepublik Deutschland damals stattfand. In diesem Jahr wird es in 80 Städten der Bundesrepublik Aktionen zu Ostern gegen Krieg geben. Demonstrationen, Friedensfeste, Kundgebungen, Mahnwachen und so weiter. Seit der Maueröffnung sind wir hier in Gesamt-Berlin Jahr für Jahr, Ostern für Ostern auf die Straße gegangen, um für eine Welt ohne Krieg zu demonstrieren. So richtig viel gebracht hat es bisher noch nicht. Trotzdem machen wir weiter. Alte Forderung aufgegriffen, die Waffen nieder. Sie klingt ein bisschen verstaubt, sie ist aber immer noch hochaktuell. Vor 110 Jahren schrieb Bertha von Suttner ein Buch mit diesem Titel. Sie bekam dann den Friedensnobelpreis. Und wir finden, dass dieser Spruch immer noch gilt, dass er aktueller ist denn je. Wir sorgen uns um den Frieden. Und deswegen lehnen wir auch eine neue deutsche Verantwortung ab, wie sie unser frömmelnder Ex-Pastor und jetziger Bundespräsident fordert. Der Mann, der auf der Welle der DDR-Kirchen Bewegung nach oben schwappte, natürlich erst dann, als es für ihn kein persönliches Risiko mehr hatte, will also jetzt seine neue deutsche Verantwortung, will die Schwerter mit den dazugehörigen Soldatinnen und Soldaten und Kriegsgerät überall in die Welt tragen, die er angeblich damals zu Pflugscharen machen wollte. Wir wollen auch keine alten Feindbilder und setzen uns für andere Konfliktlösungsstrategien ein als Waffengewalt und Krieg. Und wir wollen keine Militarisierung der Gesellschaft, die ja schon fast stattgefunden hat und wie sie immer weiter vorangetrieben wird. Ich erinnere an unseren kleinen Ausflug eben an den Showroom der Bundeswehr. Und wir wollen auch keine Armee an Schulen und Hochschulen. 70 Jahre sind es jetzt her,
seit der Faschismus in Deutschland besiegt wurde. Wir fühlen uns nach wie vor dem Schwur von Buchenwald verpflichtet. Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Ah ja, ja, da freut ihr euch. Ja, ja. Es ist ein Liebeslied aus Serbien. Aus Serbien. Thank you.
Dankeschön, vielen Dank. Jede Demonstration an, die sozusagen für eine bessere Welt in dieser Stadt stattfindet. Und jetzt darf er auch mal reden. Hier ist Uwe Hicksch von den Naturfreunden. Ja, liebe Freunde und Freunde, die Waffen nieder, hat Berthe von Suttner gerufen. Und wir rufen heute genauso die Waffen nieder. Wir stellen uns den Herrschenden entgegen, die in NATO, die in den USA, die in der Europäischen Union oder hier im Bundesverteidigungsministerium, das sich schon lange zum Bundeskriegsministerium entwickelt hat, glauben, Frieden mit Waffen durchsetzen zu können. Wir sagen ihnen deutlich Nein und wir werden uns ihnen entgegenstellen. Wir werden uns gemeinsam entgegenstellen, wenn beispielsweise am 9. Mai, gerade am 9. Mai, das deutsche Heer hier in Berlin am Funkturm gemeinsam einen Ball des Heeres plant, um dort 60 Jahre Gründung der NATO zu feiern und gleichzeitig die Bundesregierung sich weigert, am selben Tage einen russischen Vertreter zu empfangen, um dann zu sagen an die Sowjetsoldaten, die uns vom Faschismus befreit haben: Wir halten das für eine Schande. Und liebe Freundinnen und Freunde, wir stellen uns auch entgegen der zunehmenden Militarisierung der Gesellschaft, ganz gleich, wie es Monty vorhin ausgeführt hat, ob es am Showroom der Bundeswehr an der Friedrichstraße ist, ganz gleich, ob immer mehr öffentliche Gelöbnisse stattfinden, dass zwischenzeitlich Kindergärten in Kasernen eingeladen werden und die Kinder dort auf Panzern umsteigen können. Eine solche Gesellschaft wollen wir nicht, einer solchen Gesellschaft stellen wir uns entgegen. Und deshalb unterstützen wir gemeinsam das Bündnis Schule ohne Militär, unterstützen das Bündnis Zivilklausel an den Hochschulen durchsetzen, weil wir auch sagen, wenn dieser Staat auf der einen Seite immer mehr Gelder streicht für die Hochschulen, wenn die Studierenden nicht mehr anständig unterrichtet werden können und auf der anderen Seite dem Bundesverteidigungsministerium über den Bundesverteidigungshaushalt immer mehr Geld zur Verfügung stellt, damit militärische Planungen an den Militäre an den zivilen Hochschulen stattfinden können, um sie stückchenweise zu militarisieren, so sagen wir Nein und stellen uns dem entgegen. Und liebe Freunde und Freunde, wir sagen auch der Bundesregierung gerade hier an diesem Ort, wo ja mit dem, was wir hinter uns sehen können, Humboldt Forum geschaffen. Oh, das ist jetzt. Das waren bestimmt die Militaristen gewesen. So. Ah ja. 1, 2, 3. Wir schaffen das noch, habt keine Sorgen. 1. Hier, das geht wieder. Guck mal, ich muss nur in der Hand halten. Das waren die Militaristen, ich bin mir ganz, ganz sicher. Und wir sagen hier gerade an diesem Platz im Lustgarten, wo das neue Humboldt-Forum gebaut werden soll, dass das stückchenweise Umdefinieren der deutschen Geschichte hier beispielsweise im Humboldt-Forum, wo die Zeit des Kolonialerbes Deutschland positiv dargestellt werden soll, dass wir eine solche Geschichtsschreibung nicht wollen. Geschichte muss aufgearbeitet werden. Deutschland muss beispielsweise seine Verantwortung am Armenier-Genozid, der vor auch fast 100 Jahren stattgefunden hat, endlich bekennen und muss bereit sein, denjenigen entgegenzukommen und Entschuldigung zu sagen. Hier aber mit dem Humboldt-Forum soll deutsche Geschichte umgedichtet werden. Dieses Humboldt-Forum entsteht ja genau an einem Platz, der stand schon immer für Militarismus. Nämlich dem König- und Kaiserschloss, das dem Palast der Republik, dem der Palast der Republik weichen musste, wo auch mit diesem Schloss neue deutsche Geschichte geschrieben werden soll. Und ich möchte deshalb daran erinnern, liebe Freunde und Freunde, einen Tag bevor der Erste Weltkrieg begann, hat hier im Lustgarten die letzte große Antikriegsdemonstration in Berlin mit damals über 100.000 Menschen stattgefunden, aufgerufen, um das zu sagen, hatte die damalige Sozialdemokratische Partei, die einen Tag später dem Krieg zugestimmt hat. Wir stehen auch heute hier ganz im Sinne der Tradition von Karl Liebknecht, von Rosa Luxemburg, um deutlich zu machen, wer von Kapitalismus redet, darf von Krieg nicht schweigen, weil das eine und das andere leider immer mehr zusammengehört. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, sagen wir Nein zur Militarisierung der Außenpolitik. Wir fordern
zieht die 2730 Soldatinnen und Soldaten, die sich im Auslandseinsatz befinden, zurück. Wir fordern, stoppt alle Auslandseinsätze der Bundeswehr, egal ob in Afghanistan, in Afrika, sei es im Mittelmeer oder in anderen Bereichen. Wir wollen die Bundeswehr nicht zu einer weltweit interventionsfähigen Armee immer weiterentwickeln und fordern deshalb Bundeswehr zurück, Schluss mit den Auslandseinsätzen. Freunde und Freunde, treten wir auch dafür ein, dass endlich die Rüstungsexporte gestoppt werden müssen, dass endlich durchgesetzt werden muss, dass Rüstungsindustrie in diesem Land abgebaut wird, weil wir der Überzeugung sind, produzieren für den Tod ist falsches Produzieren, produzieren für das Leben ist gut. Wir wollen die Kolleginnen und Kollegen bei der IG Metall dabei unterstützen, endlich Rüstungskonversionsprogramme aufzuleben und lieber Windkraftanlagen, lieber soziale Einrichtungen zu bauen als Rüstungsgüter. Und liebe Freundinnen und Freunde, lasst mich zum Schluss sagen, die Friedensbewegung war immer bunt gewesen und hat mit unterschiedlichsten Formen des Widerstandes gezeigt, was sie denkt über Krieg und Frieden. Wir sind heute, glaube ich, alle im Herzen bei den Blockiererinnen und Blockierern, die heute in Büchel sitzen und die Atomwaffen der USA in Büchel blockieren und wünschen ihnen viel Ausdauer, gutes Wetter und das Büchel 65, das in den nächsten 65 Tagen Büchel jeden Tag blockieren möchte, zu einem Erfolg wird und die Atomwaffen endlich aus Deutschland rauskriegt. Wir fordern aber auch gemeinsam, dass endlich die Herrschenden in der Welt, und zwar der USA, genau wie Frankreich, genau wie Großbritannien oder Russland, sich zusammensetzen müssen und endlich Atomwaffen verbieten müssen und den Herrschenden, die Atomwaffen, die Massenvernichtungswaffen herstellen, endlich dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Ich denke, ein Staat, dass der damit droht, Atomwaffen gegen andere Menschen einsetzen zu wollen, eine Regierung, die so etwas tut, gehört normalerweise vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, gehen wir jedes Jahr Ostern auf die Straße. Wir machen gemeinsam deutlich, dass die Friedensbewegung in diesem Land so lange auf die Straße gehen wird, bis der letzte Soldat zum Zivildienstleistenden bzw. zum Altenpfleger oder zur Altenpflegerin geworden ist. Wir erklären den Krieg den Kriege, wir erklären dem Militär den Krieg und sagen deutlich, wir werden gegen das Militär kämpfen, mit Sitzblockaden, mit zivilen Ungehorsam und natürlich auch mit dem Ostermarsch. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Ja, danke, Uwe. Hier um mich. Ja.
Bruno bist. Thank you.
I did bring some of it.